Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Okay, wunderbar. Damit sind wir jetzt mal wieder das Einsatzteam. Wer hätte das nur gedacht? Dr. Cowell, haben Sie kurz Zeit? Natürlich. So, aber erstmal würde ich sagen, wir fragen Dr. Brynn ein bisschen, Brynn ein bisschen aus. Nicht Dr. Brynn, das ist ja der Vorname. Und zwar über ihre Hintergründe so, denn sie und Jacob scheinen sich ja relativ nahe zu stehen. Wie ist Ihre Beziehung zu Jacob? Wir haben viel erlebt. Ein alter Kollege von ihm hat uns vorgestellt. Durch Jacobs Augen habe ich erkannt, was aus dem Unbekannten geworden ist. Ich war so in meine Arbeit verliebt, dass ich das Offensichtliche nicht sehen wollte. Mein Geldgeber war korrupt. Verstehe. Darum ist es auch wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn getan hätten. Und ich glaube, davon hat Cerberus in vielen Punkten profitiert, dass viele Wissenschaftler, die eigentlich gar nicht böse sind, einfach so sehr in ihre Arbeit verliebt waren und darauf aus waren, irgendwas Großes zu erreichen in ihren Projekten, dass sie einfach gnadenlos weitergemacht haben. Und dann hat der Unbekannte halt noch ein bisschen Druck gemacht und hat damit gedroht, das Geld, die Geldquelle versiegen zu lassen, wenn keine Erfolge rauskommen. Und dann überschreitet man schon mal seine moralischen Grundsätze, ne? Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Für technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Wie sind Sie entkommen? Ich war eine loyale, langjährige Angestellte mit Freiheiten. Als der vierte Kollege verschwand, kamen wir zusammen und waren wenige Tage später weg. Und bisher hat Cerberus nie vermutet, dass Sie direkt vor seiner Nase sitzen. Wir dachten wirklich, wir hätten alles bedacht. Wie demütigend. Welche Arbeit von Ihnen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, eine Art Implantat. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Okay, er ist also schon weg. Na sowas. Das Werk von Cerberus, hatte ich das jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ah ja, okay. Ich war Physikerin. Es war ein Das hatten wir schon. Diese Perfektion. Und ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken. Mag sein. So. Andererseits, das Leben Schick steckt das voller mal weg. Ironie. Ansonsten, für jeden, oder nicht? Flucht von Cerberus hatten wir, sie und Jacob hatten wir. Okay, da hatten wir alles, wie es scheint. Glaube ich zumindest. Wobei, nee, sie sind Cerberus entkommen. Ich glaube, Flucht von Cerberus hatten wir noch nicht, oder? Sie haben diese Leute in ernsthafte Gefahr gebracht. Sie wollten es so. Die Wissenschaft darf sich niemals der Tyrannei beugen. Wir sind nicht geflohen, um uns zu verstecken, sondern um ein neues Leben aufzubauen und ungestört arbeiten zu können. Liebe, Familie, das alles gehört auch jetzt dazu. Wofür sollten wir sonst kämpfen? Wen haben sie denn in Gefahr gebracht? Eigentlich niemanden. Die Leute wollen einfach weg von Cerberus und natürlich müssen dann auch die Familien gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Ich meine, warum sollten sie die Familien denn zurücklassen? Da würde Cerberus doch sofort draufgehen und die Wissenschaftler rauslocken, dann, indem sie die als Geiseln nehmen oder irgendwie in Bedrängnis bringen. Natürlich müssen die auch weggebracht werden und in Sicherheit gebracht werden. Danke, Dr. Cole. Dann lasse ich sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was sie für uns tun. So, haben wir ein bisschen was über die beiden erfahren? Jetzt wollen wir uns erstmal kurz hier umschauen. Noch ein paar Credits. Persönliche Logs, Brynn Cole. Wir konnten mit Jacobs Hilfe bestätigen, dass mehrere unserer Kollegen in Wirklichkeit ermordet wurden. Vertrag aufgehoben, heißt es bei Cerberus. Makeda, Scott, Daniel, Chunhai, Annika und viele andere, von denen ich nicht einmal wusste. Sie sind alle fort, spurlos verschwunden. Einfach so. Wir hätten früher gehen sollen. Ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben. Und ich erinnere mich nicht daran, was so wichtig schien, auch nur einen Tag länger zu bleiben.
Was habe ich mir nur dabei gedacht? Tja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Nicht unbedingt benötigte Ausrüstung. Da weiß man dann, Shepard, hier drin, wo der Fehler war, sozusagen. Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich will nicht für die Rettung dieser Daten sterben. Ich mach das. Ich sagte doch, wir hätten für Zufluss gehen sollen. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier leben rauszukommen. Gehen Sie einfach. So viel Gequatsche. Okay, persönliche Logs. Damini Sengupta. Wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendungen bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Insbesondere der Verlust von Dr. Horace Armstrong behindert unsere Bemühungen, die Ziele des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile eines Ganzen, die beängstigende Schlussfolgerungen nahelegen, aber wir sind weit davon entfernt, dieses Ganze genauer erfassen zu können. Und das macht mir am meisten Angst. Okay, also nach und nach hat man begriffen, was man da eigentlich tut. Nein, das will ich nicht nochmal. Ich will nur nochmal hier hinten schauen, ob es hier noch was gibt. Ah, Turianer-Toxindaten. Oh, das ist was für die Citadel. Irgendein Gift, speziell für Turianer. Sehr gut, das können wir beim Huerta-Krankenhaus abgeben. Das war für den turianischen General, glaube ich. So, gehen wir mal vorbei. Erstmal wieder umschauen und dann werden wir mit Jacob reden. Außenpostenbericht Jacob Taylor. Außenposten zu 48% betriebsbereit. Wir haben einige der Lagerräume um den Zentralkern zu Unterkünften umfunktioniert, um Energie zu sparen. Die äußeren Bereiche sind alle stillgelegt, was uns eine Pufferzone geben müsste, falls Cerberus-Agenten uns aufspüren. Die Geschütze funktionieren, aber ich weiß nicht, wie gut sie geschützt sind. Ich werde versuchen, auf dem Schwarzmarkt Schilde dafür zu finden. Ja, man hat ja schon ein bisschen länger vorbereitet, glaube ich. So, hatten wir das schon? Nee, hat man nicht. Das sind nämlich bloß Credits. Okay, die Beinschienen nehmen wir auch noch gern mit. Auch wenn ich eigentlich meine Terminus-Rüstung ganz cool finde, muss ich sagen. Ganz gut. So, dann reden wir mal mit Jacob. Hey, sind Sie okay? Wie war's denn? Warten Sie kurz. Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Es scheint Ihnen gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Denken Sie noch dran, was Ihrem Vater passiert ist? Es verfolgt mich eher. Oh, mehr gibt's nicht dazu zu sagen. Na dann. Wie lange kennen Sie Bren? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kam sie wegen ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Konnte ich Nein sagen? Kaum. Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklave. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur... Wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Das ist doch schön, wenn du endlich jemanden gefunden hast, für den du leben kannst. Denn das hast du bisher noch nicht gehabt. Und ich glaube, jemand wie du hat es verdient, sowas zu kriegen. Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr? Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Okay. Am Strand. Na, warum nicht? Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, verstehe schon. Nein, Shepard, die Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können sie nicht. Ist eigentlich schon schön zu sehen, wie so gut wie alle unsere Crewmitglieder aus Mass Effect 1 und 2 so ihre eigenen Bestimmungen finden, oder? Finde ich eigentlich ganz hübsch gemacht, muss ich sagen. Gibt's was über Cerberus, das ich wissen sollte? Der Unbekannte war besessen von der Indoktrination. Das ist klar. Haben Sie sich je gefragt, was da schief ging? War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Werfen Sie sich nichts vor.
Und wenn Sie die Kristallkugel zum Laufen bringen, sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Also ein Idealist war der Kerl nie. Da hast du eine verdammt schlechte Menschenkenntnis, wenn du den für einen Idealisten gehalten hast. Mal ehrlich. Dem war doch jedes Mittel recht, um seine Ziele durchzusetzen. Ein Idealist ist nicht... Ein Idealist hat nicht die Einstellung, der Zweck heiligt die Mittel. Ein Idealist ist immer an seinen Idealen und der Umsetzung derer interessiert. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Also mal ehrlich, der ist alles andere als ein Idealist gewesen, der Kerl. So, wir müssen es jetzt mal langsam angehen hier. Oben wieder... Was hätten diese Leute gemacht, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Gestorben. Eine hektisch aufgestellte Miliz ist kein Gegner für eine Cerberus-Einheit. So, dann wollen wir mal oben für klar Schiff sorgen, würde ich sagen. Die Satellitenkonsole, da drüben ist sie. Und jetzt wird es wohl wieder in die Kämpfe reingehen. Ich glaube, ich nehme erstmal den Kampftechniker. So, das ist doch ganz gut. So, wo ist er denn? Hier. Okay, haben wir noch einen. Ah, dieser blöde Rauch, da kann ich den nicht anvisieren. Das nervt. Wir müssen den Satellitenturm finden. Ja, ja. Geht gleich los. Ich muss bloß erstmal hier ein bisschen wüten und um mich schlagen. Okay, wo müssen wir denn hin? Hier drüben, okay. Das nehme ich noch mit. So, schön, schön lassen, ja? So geht's nicht hier. Du wirst kein Geschütz hinbauen. Ach, hier drüben. Ich wollte schon wieder Idi angreifen. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, ihr deckt meinen Rücken, ich mach dann mal hier, ne? Jacob, die Schüssel müsste jetzt wieder online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Okay. Feinde landen. Geht klar. So. Hallo. So, ich hau erstmal da drauf am besten. Was, das Ding ist nicht breit? Willst du mich verarschen? Jetzt aber. Oh, nicht doch, meine Freunde. Wo, 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 wo? Oh, die kann ich nicht angreifen. Wir müssen ihn von dem Geschütz wegholen. So, komm, jetzt aber mal hier. Mal wieder mit dem Sturmangriff. Unten bleiben und Deckung suchen. Das hätte jetzt auch gerade schief gehen können, muss ich zugeben. Als sie noch oben auf der Erhöhung waren. Wen hat's denn da schon wieder erwischt? Garrus liegt schon wieder am Boden. Also Garrus ist so einer, der legt sich immer gern schlafen, ne? Sag mal. Hallo? Oh, wie bin ich denn hier hochgekommen? Gut, okay, warum nicht? Da drüben muss ich sowieso hin. Das passt ja. Moment, ich wollte nur mal kurz gucken. Hier lag doch was zum Einsammeln. So, weg mit dir. Und auch du darfst dich verabschieden. So, jetzt sammle ich mal kurz hier. Ah, Medikit, okay. Na gut, da kann ich zumindest mal kurz... wo habe ich denn das? Auf der 5. Kann ich zumindest mal kurz Garrus wiederbeleben. Was du irgendwie nicht getan hast, okay. Warum auch nicht? Dann lass ihn halt tot. Irgendwie kann ich ihn gerade nicht wiederbeleben, wie es scheint. Gut, um den schien sich Idi gekümmert zu haben, da drüben. Wir müssen da rauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Ja, heißt manuell aktivieren, nicht deaktivieren. Okay, ich wollte gerade schon sagen, manuell deaktivieren hätte jetzt wahrscheinlich bedeutet, sie zu zerlegen, aber wir sollen sie ja aktivieren. Okay, jetzt muss ich bloß mal kurz schauen. Ah, es gibt mehrere. Na dann. Auf nach oben. So, fröhliches Leitern steigen. Ich hoffe mal, wir bleiben nicht an der Leiter hängen. Bei Mass Effect 3 muss man sich nämlich manchmal ein bisschen Sorgen machen, wenn man Leitern steigt, dass man plötzlich hängen bleibt. Das kann passieren und das kann dazu führen, dass man dann das Ganze nochmal von vorn machen muss, die ganze Mission.
So, das erste läuft. Versorgung wiederhergestellt. Geschütz 1 neu gestartet. Schaltkreis unvollständig. Das andere Geschütz ist noch deaktiviert. Wir müssen darüber. Schon dabei. Ich sammle nur noch kurz. Dafür muss die Zeit noch reichen. Und dann haben wir es doch schon. Was? Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. Na dann, Edi, los geht's. Edi, bringen Sie das in Ordnung. Ich führe die Reparaturen durch. Bereit, Garrus? Sie sollen nur kommen. Okay. Zeigt euch. Versucht's doch. Auch mit Phantomen, also. Na gut, lass uns spielen. Ich komme gleich mal zu euch. Warum sollte ich drüben in Deckung bleiben? Wäre doch viel zu langweilig. Wir gehen die Reparaturen voran. Gegner? Mehr Zeit erforderlich. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo Gegner haben. Ach, sieh mal an. Lustig. Finde ich gut. Gefällt mir. Das Ding hat auch einen schönen Wendekreis, ne? Oh shit, Garrus hat's erlegt. Das ist nicht so gut. Okay, das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden, glaube ich. Schauen wir mal. Na, wenn es so weiterläuft, ist es okay. Den zerreißen wir gleich in der Luft. Reparatur abgeschlossen. Die Geschütze können jetzt online gebracht werden. Okay, war ja doch easy. Alles klar, wird gemacht. Dann auf nach unten. Ach nein, wir müssen erstmal das Ding noch reinschieben. Das hättest du ruhig auch noch machen können, Edi. Die Zeit hättest du noch gehabt. Gut. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg. Aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig. Wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Also von mir aus kann es losgehen. Ich habe alles schon durchsucht. Ich glaube, darum geht's auch. Okay, dann sollen die Shuttles starten. Evakuierung eingeleitet. Evakuierung eingeleitet. Bereithalten für Shuttle-Start. Schießen Sie ein Loch und dann starten Sie Shuttle 1. Shuttle 1 gestartet. Alle hier begeben sich zur Shuttlebucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört! Cerberus-Truppen sind... Bringen Sie die Leute hier weg! Jetzt kommt's also drauf an. Überleben und wegkommen oder draufgehen. So, haben wir noch irgendwas, was jetzt neu dazugekommen ist zum Sammeln? Ich glaube nicht, ne? Wir brauchen Sie in der Landezone, um den Start zu sichern. Ja, ich komme. Na klar doch. Bin unterwegs. Kein Problem. Sichern Sie erst die Shuttlebucht, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Verstanden. So. Hier wär's sicher. Jacob, rauf mit der Haupttür. Verstanden, Shepard. Wird gemacht. Es geht los. Okay, bringen wir diese Leute hier raus. Und jetzt beginnt der richtige Kampf. Mir ist leider gerade alles abgestürzt. Also ich weiß auch nicht, der Computer ist gerade zusammengebrochen.
Der ist wahrscheinlich kein Fan von Cerberus, kann ich verstehen. Aber dass er dann gleich so zusammenstürzt, das musste ja jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? So, kurz hier drauf halten. Okay. Ich hoffe mal, jetzt kann ich unbehelligt diesen Kampf fortführen. Das wäre zumindest sehr schön. So, heizen wir dem Ding nochmal ein. Oh, da war er weg. Na gut. Ja, bin schon dabei. Na? Ah, das hat ja gedauert. Gut, ja, ich werde das mal ein bisschen in Deckung bleiben. Das hatte ich gerade eben auch schon so praktiziert. In der Aufnahme, von der natürlich mal wieder, wie es halt immer so ist, wenn bei mir was zusammenbricht, das letzte Stück fehlt. Ich werde das mal ein bisschen in Deckung bleiben und mit dem Blutbad arbeiten, weil doch relativ viele kommen und da muss man ja nicht gleich mit dem Frontangriff jetzt so reinheizen hier. So, wir können uns ja ein bisschen Zeit lassen. Das ist ja alles kein Ding. So. Das geht auch so. Jacob, hallo, mein Kleiner. Shepard, die Anlage wird überrannt. Die Cerberus-Truppen sind überall. Noch ein Shuttle mit Flüchtlingen, richtig? Bestätige. Wir schaffen das. Wir müssen sie nur noch ein klein wenig länger aufhalten. Kriegen wir hin. Kein Problem. Oh, bei dem gehe ich doch, glaube ich, mal mit dem Portalangriff drauf. Bei den Phantomen, da ist es nicht so schlecht, ein bisschen mobiler zu sein, sage ich mal. Oder ein bisschen fixer auf den Beinen zu sein. So, dann können wir uns auch wieder zurückziehen. Gut. Wunderbar. Das war der letzte Zivilist. Shepard, Achtung! Wir werden überrannt. Wir müssen weg. Bin mit dem Shuttle zu Ihnen unterwegs. Verstanden. Jetzt müssen nur noch wir rauskommen. Verdammt! Mit dem Einsatz. Und wer hätte nur damit gerechnet? Ein großer Atlas. Ups. Was ist denn hier los? Ich glaube, für ihn hat es sich auch gleich erledigt. Gegen die geballte Power hat der Atlas dann doch nicht so viel entgegenzusetzen. Und Sieg. Ups. Oh, da kommen noch ein paar. Shit! Ah, oh, fuck, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte kein Blutbad machen, ich wollte eigentlich mit dem Frontalangriff draufheizen. Na toll! Verdammt, mit dem Einsatz! Gut, dann nochmal von der Stelle. Das ist auch toll. Den Atlas mache ich ohne Probleme fertig und dann scheitere ich an den kleinen Cerberus-Truppen danach. Das ist ein Traum. So, gleich mal ein bisschen drauf. Idi, bist du soweit? Immer noch nicht? Jetzt. Verbrennung oder Überlastung? Ne, ich glaube, ich bleibe bei der Überlastung. Garrus auch. So. Damit sollten wir ihn noch gleich wieder haben, oder? Na klar. Kein Ding. So, gleich den Kampftechniker geschnappt. Wunderbar. Diesmal schauen wir nicht erst den Trümmerteilen des Atlas hinterher, wie sie durch die Gegend fliegen. Jacob, Landezone gesichert. Und damit haben wir es. Oh shit. Rat noch mal so weggekommen. Haarscharf. Was, Shepard? Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen. Ja, fühle mich gut. Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Dr. Cole, ich habe eine Bitte und Sie können sie mir nicht verweigern. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Und Sie können sich ja auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich, aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben.
Sie wollen sich unserem Team nicht anschließen? Ich bin hin und her gerissen, aber ich muss mich um diese Familien kümmern. Das ist jetzt mein Platz. Ich hoffe, Sie verstehen das. Na klar doch. Passen Sie gut auf Sie auf. Die Allianz braucht diesen Tiegel. Geht klar. Prima. Melden Sie sich bei Admiral Hackett wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Danke. Shepard, wenn das alles vorbei ist, gebe ich einen aus. Passen Sie auf sich auf. Hackett hier. Ich schicke ein größeres Wissenschaftsteam. Ich habe das Dossier. Alle Cerberus-Überläufer, passen Sie auf sie auf. Das werde ich. Sie können gleich an Tiegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familien. Auch er ist von großem Wert für uns. Dem unbekannten Dr. Cole abzujagen ist wirklich ein Coup. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tiegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard Ende. Wunderbar. Damit haben wir nicht nur ein großes Wissenschaftsteam für den Bau des Tiegels rangeholt, sondern wir haben auch Jacob wieder getroffen und aus der Bredouille gebracht, mal wieder. Und ja, so langsam haben wir doch schon ziemlich viele von unseren alten Teammitgliedern wieder getroffen, muss ich feststellen. Cerberus war eine Weile lang ziemlich beliebt. Sie haben die Kollektoren bekämpft, während der Rat nur Däumchen gedreht hat. Eigentlich habe ich sie bekämpft. Sie Zivilisten und greifen unsere Verbündeten an. Tja. Scheiß Imagewandel. Cerberus hat erwähnt, dass Sie beide beim nächsten Besuch auf der Citadel ein wenig Spaß haben wollen. Machen Sie aber keinen Ärger. Niemals, wir doch nicht. Die Cerberus-Wissenschaftler sind sicher bei der Allianz angekommen. Die Lametta-Träger glauben, dass sie eine große Hilfe beim Tiegel sein werden. Erst die Grissom-Akademie und nun das. Gute Arbeit. Kennen Sie diese kleinen Aufkleber, die Jägerpiloten für jeden Abschuss unter ihren Cockpits anbringen? Ich spiele mit dem Gedanken, sowas jedes Mal auf die Galaxiekarte zu kleben, wenn ich irgendwelche Daten zu Tode analysiere. Sie werden ja noch ein richtiger Marine. Naja, also, ich nehme an, Sie färben auf mich ab. Gute Arbeit. Danke, Commander. Es ist ein gutes Gefühl, jemanden lebendig irgendwo rauszuholen. Ich glaube, dann wird die Karte bald ziemlich kitschig aussehen, wenn da überall irgendwelche Aufkleber draufhängen. Commander?